Der Duft von Pinien, Orangen, Zitronen, Oliven, das alles gehört für mich zu Italien. Begleiten Sie mich diesmal in Gärten voller italienischer Lebenslust. Herzlich willkommen bei einer weiteren Reise zu den schönsten Gärten der Welt. Wir sind diesmal in der ewigen Stadt Rom und besuchen dort grüne Paradiese und rundherum. Ich bin von Rom und seinen prachtvollen Gebäuden immer wieder begeistert. Jetzt, Mitte April, ist die Stadt auch noch nicht ganz so voll mit Touristen aus der ganzen Welt. Aber der Petersdom, das Pantheon oder auch der Trevi-Brunnen sind halt immer Besuchermagneten. Ich bin ja aus einem ganz bestimmten Grund in die italienische Hauptstadt gekommen. Ich bin auf der Suche nach den italienischen Gartenparadiesen. Auch in der Innenstadt kündigen sie sich schon ein wenig an. Unterwegs bin ich dieses Mal mit dem Auto. Naja, langsam, aber trotzdem nicht zu vorsichtig. Das Wichtigste in Rom beim Autofahren ist, nie bremsen. Sonst stehst du in zwei Jahren nur dort. Ich muss mich ja beeilen, nicht, dass ich zu spät in die Villa Volkonski komme, der Sitz der britischen Residenz in Rom. Ich bin schon sehr gespannt auf diesen wunderschönen Biogarten und die prachtvolle Villa. Ab dem Eingangstor geht's für mich zu Fuß weiter. Ich habe mich mit Sergio Frioni, dem Obergärtner, verabredet. Mich interessiert besonders, wie er den akkurat geschnittenen Rasen so grün hält. In so einem mediterranen Klima ist das sicherlich gar nicht so einfach. Sergio, wir sind in der ewigen Stadt Rom. Du gestaltest hier einen typisch englischen Garten. Wie schwierig ist das? Dieser Garten ist sehr englisch gestaltet. Es gibt viele Rasen und der macht uns im Sommer bei diesen hohen Temperaturen einige Probleme. Es ist nicht leicht, ihn grün zu halten. Wir müssen natürlich häufig gießen und brauchen viel Wasser. Das wiederum verursacht leider ein Pilzproblem, das wir behandeln müssen. Wir verwenden aber keine chemischen Dünger oder Unkrautbekämpfungsmittel. Gegen die Pilze verwenden wir nur biologische Bekämpfungsmittel und das Unkraut, das reißen wir einfach aus. Wir wollen nicht, dass die Umwelt belastet wird, denn auch beim Anbau verzichten wir auf Chemie. Wir haben viele Bienen und produzieren auch Honig. Deshalb verwenden wir keine Pestizide oder Insektizide. Darauf sind wir sehr, sehr stolz und wollen der Umwelt nicht schaden. Bei uns ist eben alles bio. Wir sind zwar ein englischer Garten, aber trotzdem sind wir hier in Rom und haben deshalb auch mediterrane Pflanzen. Ein Mix aus englisch-italienischen Pflanzen, die im Sommer hier einfach gut überleben können. Ich bin ja sehr oft in England. Mir kommt vor, Engländer wünschen sich italienische Gärten und Italiener englische. Stimmt das? Die Engländer lieben italienische Gärten. Hier haben wir natürlich die typischen englischen quadratischen Formen, vor allem die Buchsbäume, die die Blumenbeete umrahmen. Diese geometrischen Formen eben. Aber auch wir lieben die englischen Gärten, weil sie einfach so romantisch sind. Wir in Italien haben ja eigentlich nicht so diese geometrischen Formen. Deshalb ist es so einfach viel romantischer. Und dieser Garten ist wie ein Park aufgebaut. Ja, es ist mehr ein Park als ein italienischer Garten. Welche Art von Garten gefällt dir am besten? Von der Struktur her gefallen mir schon die italienischen Gärten, aber mit vielen Beeten und nicht zu auffällig. Ich liebe vor allem Stauden und Blumenzwiebeln. Die blühen ganz zu Beginn des Frühlings. Und natürlich im Frühsommer gefällt mir die Rose am besten. Sie ist einfach eine so wunderschöne Blume.
Mitten im Park steht diese prächtige Villa. Und gerade im Inneren kommt königliches Flair auf. Der Geburtstag von Queen Elizabeth wird hier jedes Jahr gefeiert. Das alles unmittelbar vor dem Aquädukt Neros auf dem Esquilin, einem der 7 Hügel Roms. Sergio, you are the head gardener? Du bist ja der Obergärtner. Wie viele Kollegen hast du, die dir helfen? Der Garten ist sehr, sehr groß. Wir haben so ungefähr 7 Hektar. Wir sind ein Team aus 4 gleichberechtigten Gärtnern. Wir haben also jeden Tag in der Früh ein Meeting, um uns die Arbeit und die Prioritäten gut aufzuteilen. Da der Garten auch sehr oft für Events genutzt wird, muss der Bereich rund um die Villa immer perfekt ausschauen. Da sich die Gäste natürlich auch sehr gerne den Garten ansehen. Wir haben für jede Fläche Wochen- und Jahresziele. Aber dazwischen müssen wir uns natürlich um das Unkraut und das Ungeziefer kümmern und immer wieder neue Pflanzen setzen. Man kann also schon sagen, dass wir ein Programm haben. Aber das passen wir natürlich an das Programm der Botschaft an. Letztes Jahr hattet ihr ja hohen Besuch in der Botschaft. Ihre königliche Hoheit Prinz Charles, hat er sich sehr für eure Art des Gärtnerns interessiert? Ja, Prinz Charles war hier und ich hatte sogar die Ehre, mit ihm zu sprechen. Er ist ja auch ein leidenschaftlicher Biogärtner. Daher hat er sich sehr gefreut, dass wir hier ganz ohne Pestizide und Unkrautbekämpfungsmittel arbeiten. Und dass wir den Kompost mit dem Rasenschnitt und mit dem Küchenabfall machen. So haben wir neue Erde für die Zwiebelpflanzen, die wir dann mit Pferdemist mischen. Wir versuchen einfach, die Umwelt weniger zu schädigen und einen biologischeren Fingerabdruck zu hinterlassen. Auch weil Prinz Charles genauso denkt und handelt. Du als Italiener kennst natürlich diese typische italienische Lebenslust. Wie würdest du sie beschreiben? Mir gefällt dieses Leben einfach. Die Sonne, das mediterrane Klima. Die Sonne macht einfach gute Laune. Wir haben 10 Monate Sonne, das Meer, den Wein. Wir sind einfach glückliche, lustige Leute. Und Aperol Spritz tut den Rest, oder? Red Wine. Naja, Rotwein wohl eher. Thank you very much. Prego. Ja, la vita è bella. Dass das Leben in Rom so schön ist, merkt man auch auf einem der schönsten Blumenmärkte der Stadt, dem Campo dei Fiori. Auch ein Markt, auf dem ORF-Rom-Korrespondentin Mathilde Schwabeneder gerne stöbert. Die gebürtige Oberösterreicherin hat in den 80er Jahren in Rom studiert und ist in der ewigen Stadt hängen geblieben. Sie berichtet nun schon seit vielen Jahren für den ORF aus Italien. Ja, ursprünglich war das natürlich einer der ganz typischen Plätze für die Römer. Das war wirklich so das ganz urtypische Rom hier. Aber inzwischen ist es natürlich auch eine Attraktion für Touristen. Und so sieht man rund um die Uhr Menschen aus der ganzen Welt, aus allen Kontinenten. Wann immer ich kann, komme ich gerne hier, weil das ist halt einfach einer der schönsten Plätze Roms. Und er ist nicht nur historisch interessant, sondern eben auch berühmt für seine Blumen, wie eben der Name sagt, und natürlich für das Gemüse, das man hier kaufen kann. Die römischen Gemüseverkäufer sind auch gerne behilflich, wenn es um Rezeptideen geht. Mathilde hat jedoch ihr Lieblingsrezept schon lange gefunden. Es gibt verschiedene Arten, wie man Artischocken zubereiten kann. Und die berühmteste vielleicht ist die jüdische Art. Das heißt, da nimmt man ganz bestimmte Artischocken und die werden dann eigentlich gebraten und werden dann ganz flach und so serviert. Und das ist eines der ältesten Gerichte, das es überhaupt gibt in dieser Stadt. Eine andere Spezialität der Römer ist die Puntarella. Das Herz der Pflanze gilt als Delikatesse. Der Campo dei Fiori ist eine römische Sehenswürdigkeit, wo sich die ganze Welt trifft. Und das gefällt Mathilde so daran.
Für mich ist es ganz sicher ein schönes Leben. Also ich liebe diese Stadt und ich liebe das Leben hier. Und mir hat es von Anfang an wahnsinnig gut gefallen. Ich glaube, Rom ist irgendwie meine Stadt. Und das sind Dinge, die kann man oft gar nicht so richtig beschreiben. Das spürt man einfach, das fühlt man einfach. Ich habe mich immer angenommen gefühlt von den Menschen, die prinzipiell sehr offen sind, auch Fremden, wenn man so will, Ausländern gegenüber offen sind. Und ja, und das war von Anfang an eigentlich ein sehr gutes Lebensgefühl. Rom ist unvergleichlich. Eine Stadt der Religion, der Kultur, der Architektur, des guten Essens und des schönen Lebens. Da gehören natürlich Blumen und Pflanzen dazu. Über die Hälfte des römischen Stadtgebietes ist grün. Auf jeden einzelnen Römer kommen durchschnittlich über 100 Quadratmeter Grünfläche. Leider nur in der Theorie, weil sich sehr viele Parks im Privatbesitz befinden. Die Römer hoffen, dass die Stadtverwaltung daran bald etwas ändern wird. Eine nicht so schöne Seite Roms, das Verkehrschaos. Autos, 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 wohin man schaut. Aber dann gibt es sie doch. Diese ruhigen, grünen Kraftorte. Wieder auf einem der 7 römischen Hügel, hinter dieser berühmten Tür. Mit direktem Blick auf den Petersdom. Ein schneller Blick durchs Schlüsselloch, der gehört sich eigentlich nicht. Aber hier ist es für jeden Rombesucher eine Pflicht. Und ich darf heute sogar noch näher ran. Denn das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Hinter diesem Tor verbirgt sich ein wunderschöner Garten. Und das ist der berühmte Blick auf den Petersdom vom Garten des Malteser Ritterordens. Das ist ein wunderbarer Garten, ein formaler Garten mit viel Buchs, geschnitten, aber auch mit viel Duft. Denn hier drinnen gibt es auch Orangen und Zitronen. Wieder so ein italienischer Traum. Aventin, dem südlichsten der 7 Hügel Roms, ist dieser geheime Garten versteckt. Der souveräne Malteserorden ist ein Ritterorden und ein kirchlicher Orden, in dem Völkerrecht herrscht. Es gibt sozusagen völkerrechtliche Rechte und Pflichten, die souverän geregelt werden. Er hat sogar eine eigene Währung. Ziel des Ordens ist es, Menschen, die in Not sind, zu unterstützen. Valerie Guillot ist die gute Seele hier im Orden am Aventin und nimmt sich für mich kurz Zeit. Valerie, dieser Garten hier, der Maltese, ist sehr berühmt. Es ist ein wunderbarer Blick auf den Petersdom, ist ein historischer Platz, aber der Garten hat nicht immer so ausgesehen. Sì, effettivamente un giardino molto importante per l'ordine di Malta. Dovete immaginare qui dietro di noi. Ja, der Garten ist sehr wichtig für den Malteserorden. Man muss sich einmal vorstellen, dass hier zu Beginn des 8. bis hin zum 9. Jahrhundert nur Rasen war, der vielleicht nur von Benediktinermönchen betreten wurde. Der Garten ist eigentlich für Weinbau hier am Hügel des Aventin gestaltet worden. Der Teil hinter uns ist viel später, erst im 16. Jahrhundert für die Villa angelegt worden, um hier im Malteserorden wichtige Gäste aus der ganzen Welt willkommen zu heißen. Und natürlich für den Großmeister, der hier seinen Sitz und seine Wohnung hat. Dal Gran Maestro, che aveva qui la sua sede, la sua abitazione, diciamo. Wie wird der Garten heute genutzt?
Ja, noch heute nutzen die Professoren und Geistlichen den Garten für Gebete und Meditationen. Und viele kommen hierher, um ihre Ausbildung zu machen. Du hast vielleicht schon gesehen, es gibt ein kleines Labyrinth und einen Brunnen, die sie im Gebet und während ihrer Meditation inspirieren sollen. Der Garten ist wie im 16. Jahrhundert für Empfänge vorgesehen. Für Kleriker, für alle Botschafter. Und am 25. Juni feiern die Malteser den Feiertag zu Ehren von San Giovanni Battista. Es gibt eine Messe und Ansprachen in der Kirche und dann hier im Garten einen Empfang mit den Botschaftern des Malteserordens. E poi il ricevimento qui di tutti gli ambasciatori dell'Ordine di Malta. Wir sind hier mitten in Rom, ein Ort der Ruhe, und trotzdem frage ich die italienische Lebenslust. Was bedeutet das für dich? Qui è come un piccolo paradiso. È un piccolo paradiso perché siete su una collina, quasi la più antica. Ja, wir sind hier in einem kleinen Paradies, auf dem der ältesten der sieben Hügel Roms. Wir sind weit weg vom Lärm. Es gibt keinen Verkehr. Das ist natürlich bei der Meditation sehr hilfreich. Man kann hier auf sein Inneres hören, weg vom Verkehr und vom Chaos der Stadt Rom. Es kann ja sehr chaotisch da draußen sein. Dal traffico e dal caos, diciamo, della città di Roma, che può essere molto caotica. Danke vielmals. Bitte sehr. Chaotisch, das trifft's sehr gut. Etwa 9 Millionen Touristen besuchen die Stadt jedes Jahr. Fast 3 Millionen Römerinnen und Römer leben hier und niemand verzichtet freiwillig auf sein Auto oder seine Vespa. Da sind die Fußgänger deutlich schneller am Ziel als ich mit dem Auto. Rom ist sogar die Stadt mit dem größten Stauaufkommen Westeuropas. Ja, die engen Gassen der historischen Stadt sind für diese tausenden Autos nicht gebaut. Das pulsierende Leben in Rom, das ist einfach ein Erlebnis. Aber jetzt will ich hinaus aufs Land, zu wunderbaren Gärten voller Lebenslust. Und das gefällt mir an dem Umland von Rom so. Du fährst aus der Stadt raus und bist sofort im Grünen, jedenfalls jetzt im Frühjahr. Mein erstes Ziel ist Ronciglione, ein kleines Städtchen, wo ich Paola Iliori treffe. Sie ist Besitzerin der Villa Lina und des riesigen Parks rundherum. Ihr Garten wird sehr gerne als Filmkulisse genutzt. Sogar die Hollywood-Schauspielerin Keira Knightley hat schon in dieser Kulisse gedreht. Paola ist ein äußerst herzlicher Mensch und eine sehr kreative Person. Sie hat lange in New York gelebt, aber schon mit 20 Jahren hat sie dieses Anwesen von ihren Vorfahren übernommen. Und ihr gehen bis heute die Ideen nicht aus, was man aus diesem Garten noch herausholen kann. Paola, du bist Künstlerin, Filmemacherin, Autorin. Was gibt dir der Garten eigentlich zurück? Well, for me the garden, since I was very little, taught me a lot of things about life. Seit meiner Kindheit hat mir der Garten sehr viel gezeigt. Im Grunde lehrt dich die Natur am meisten. Einfach nur hinschauen und sich die Beziehung der Pflanzen untereinander anschauen. Der Garten ist für mich ein Mikrokosmos und ich sehe mich da als Beschützerin. Die Natur ist voller Kraft, unberührt. Sie kann heilen und sie kann Wissen weitergeben. Sie ist ein natürlicher Kraftplatz. Am Eingang gibt es ein Labyrinth. Ist das symbolisch für unser Leben? Der Garten ist für mich wie ein Initiationsritus. Das Wissen fällt einem nicht in den Schoß. Wenn du diesen Weg gehst, spürst du diese symbolischen Momente. Gerade wenn man sich den barocken Brunnen ansieht, das hier ist für mich ein sehr weiblicher Platz. Die Quelle, aus der das Wasser entspringt und diese drei Schalen durchfließt, wie die Schale der Geburt der Venus von Botticelli.
Ein sehr symbolischer Garten. Ich interessiere mich als Gärtner vor allem für das Glashaus aus 1890. Es ist noch original aus dieser Zeit. Ja, aus 1890. Das Prinzip ist ganz einfach. Es sieht aus wie eine Schlangenhaut oder wie Fischschuppen. Jedes Glas ist mit einem kleinen Bleistreifen verbunden, der natürlich rostfrei ist. Und es hält so einfach und gut zusammen. Im Winter sind die Zitronen und die Orchideen da drinnen. So ab November. Und jetzt Ende April, jetzt hole ich sie raus. Paola hat ihre ganze Kindheit umgeben von Malern und Dichtern verbracht. Es war schon ein immer sehr symbolischer Garten für sie und ihre Familie. Sie hat sich hinter der Hauptvilla ein kleines Kräuterlabor eingerichtet, wo sie zum Beispiel Rosmarinwasser zubereitet, das man als Gesichtswasser verwenden kann. Sie experimentiert gerne mit einer Freundin in ihrer Casa delle Erbe, also in ihrem Kräuterhäuschen. Mein nächstes Ziel ist mein ganz persönlicher Traumgarten. Ein Paradies auf Erden. Aber schauen Sie einfach selbst. Im Süden Roms habe ich diesen unglaublich schönen Garten gefunden. Stella und Laura Marchetti leiten dieses Naturjuwel und leben hier ganz alleine. Das Geheimnis dieses Gartens? Er ist der Rest der versunkenen Stadt Ninfa. 1000 Jahre ist es her, dass Ninfa eine wichtige und stolze Stadt im Süden Roms war. Reisende machten gerne hier Halt, da es hier wohl das beste Wasser Süditaliens gab. Dieser Garten ist mein Leben. Ich bin mit 5 Jahren hierher gekommen. Die Besitzerin, Prinzessin Lelia Caetani, hat uns nach Ninfa geholt. Die Caetanis waren vom 13. Jahrhundert bis 1977 die Besitzer von Ninfa. Lelia hatte keine Kinder, sie hat einen Engländer geheiratet, aber sie wollte noch mehr Gesellschaft haben und hat dann meinen Vater und meine Mutter gefragt, ob wir hier mit ihnen leben möchten. Sie würden sich auch um meine Erziehung kümmern. Hier zu sein war für mich wie ein Traum, so prunkvoll und prächtig. Und jeden Tag bin ich so dankbar, an so einem Platz wie Ninfa zu leben. Ninfa ist so romantisch und deshalb muss es beschützt werden. Ninfa ist kein Platz, wo man als Besucher den ganzen Tag einfach so verbringen kann. Es muss gut organisiert werden. Lelia hat mich gelehrt, wie man so einen Platz öffentlich zugänglich machen kann und welche Regeln Besucher respektieren müssen. Diese Gewässer sind die Quelle dieses Gartens. Das sind dieselben, denen Plinius der Ältere aus dem romanischen Zeitalter schon ein Gedicht gewidmet hat. Ninfa kann man sich ohne den Fluss, also die Ninfa, nicht vorstellen. Seit dem Mittelalter wird diese Stadt auch Ninfa genannt. Aber am Ende des 13. Jahrhunderts ist die Stadt komplett zerstört worden. Und da seht ihr die Überreste, die Ruinen. Sie sind die Spur einer tragischen Geschichte. Aber am Anfang des vorherigen Jahrhunderts hat ein Onkel von Lelia alle Mauern trockengelegt. Er hat diesen romantischen Ort so geliebt. E quello che vedete, le rovine, i ruderi, sono il segno di una storia tragica. Ma all'inizio del secolo scorso, un Caetani, lo zio di Lelia, ha completamente bonificato, pulito
le rovine. Ma il luogo era molto romantico, era lui era amava questo posto. Viele Schriftsteller und Maler sind im 18. Jahrhundert hierher gekommen und sie waren auch so in diesen Ort verliebt. Der Schriftsteller Ferdinand Gregorius bezeichnete Ninfa als den magischsten Ort, den er jemals gesehen hätte. E lui ha pulito, restaurato le rovine. Eine Nichte von Lelia war Malerin und Lelia wollte hier an diesem Ort unbedingt einen Garten haben. Und das, was wir heute sehen, Ninfa, besteht aus zwei Welten. Die Natur, der Garten, sind die eine Seite und die Geschichte, die Architektur ist die andere Seite. Und das hier ist jetzt eine Verbindung der zwei Welten. Aber es ist nicht einfach, das zu erhalten, denn die Natur versucht, die Ruinen zurückzuerobern und sie zu zerstören. Ich weiß schon jetzt, was zu tun ist. Ich habe mein ganzes Leben dem gewidmet. Die Harmonie von Geschichte, Natur, den Vögeln, der Fauna, der Flora zu bewahren. Das ist unser Bestreben. Ninfa eben für die Zukunft zu erhalten. In una armonia così. Ecco. E questo è il grande sforzo che dobbiamo fare per mantenere Ninfa anche per il futuro. Diese Schönheit muss erhalten bleiben. Da hat Lauro so recht. Stella und er leben in einem Märchen und wissen das auch zu schätzen. Obwohl Stella auch gerne etwas mehr Nachbarn hätte. Na gut, überhaupt Nachbarn hätte sie gerne, denn rund um Ninfa lebt weit und breit niemand. Bevor wir noch mehr über Ninfa erfahren, mache ich einen kurzen Abstecher ans Meer. Leere Strände an der italienischen Küste gibt's ja sonst auch nicht so oft. Eine schöne, salzige Meeresbrise stellt den Kopf auf Urlaub um. Aber auch zum Garteln ist dieses Klima ideal. Mediterrane Pflanzen lieben diese Bedingungen. Il Giardino della Landriana. So heißt dieser Garten, der 10 Hektar groß ist und 5 Kilometer von der Küste von Lazio südlich von Rom liegt. Dimitri Skripak ist der Obergärtner und bemüht sich mit seiner Mannschaft, trotz der hohen Temperaturen im Sommer, den Garten immer grün zu halten. Ich liebe meine Arbeit. Ich bin jeden Tag im Grünen, in der Natur und jede Pflanze gibt dir etwas zurück. Nun mache ich diese Arbeit schon ein paar Jahre. Vor dem Winter bereitest du dich schon auf die neue Saison vor. Und im Frühling siehst du dann, was aus den Pflanzen wird. Das gibt mir eine innere Zufriedenheit. Die italienische Gräfin und Schriftstellerin Lavinia Taverna hatte in den 1950er Jahren die Idee zu diesem Garten. Bei der Umsetzung hatte sie jedoch Hilfe vom britischen Landschaftsarchitekten Russell Page, der an der School of Art in London studiert hat. Der Garten hat natürlich einen starken englischen Einfluss, gerade wenn es um die Gartenräume geht. Aber im hinteren Teil verändert sich der Charakter und es wird etwas wilder. Duftender Rosmarin, Zistrosen, Brandkraut, das alles unter Oliven. Es ist wunderbar, ein richtiger mediterraner Weg. Und alles hat begonnen mit einem Samensäckchen. Also auch große Parks beginnen ganz klein. Ja, mit diesem kleinen Samensäckchen, das Gräfin Lavinia Taverna ausgesät hat, hat alles begonnen. 1956 hat es noch keine Pflanzen, nur Bäume gegeben. Da hat sie das Gärtnern für sich entdeckt. Binnen weniger Jahre hat sie einen großen Park mit Hilfe von Russell Page gestaltet. Jeder hat seinen Beitrag geleistet, obwohl Lavinia Taverna ja keine Gärtnerin war. Russell Page hat das Ganze gestaltet, eigentlich nicht am Papier, sondern bei Spaziergängen. Ist ja eigentlich interessant.
Ja, er war mit Lavinia Taverna befreundet und sie haben viele Spaziergänge gemacht. Und da sind ihnen die Ideen gekommen. Ihre Projekte waren die Orangenbäume, der Olivengarten und natürlich auch alle anderen Gartenräume in der Nähe des Hauses. Das Ganze sieht ein wenig aus wie ein Orientteppich. Eigentlich interessant, so viele kleine Gartenräume zu gestalten, nämlich für italienische Verhältnisse. Richtig, Lavinia Taverna wollte diese Orientteppichform. Viele Blüten, die nicht alle gleich ausschauen, jedoch alle schön die Erde bedecken. Sie wurde natürlich sehr von der englischen Gartenkunst inspiriert. Wir sind hier gar nicht weit vom Meer entfernt. Ist es schwierig, hier zu gärtnern? Nein, weil wir ein sehr mediterranes Klima haben und die Pflanzen darauf sehr gut abgestimmt sind. Zum Beispiel südafrikanische, australische, die sind sehr robust. Südamerikanische haben wir auch. Alles wächst eigentlich sehr gut, weil wir hier einfach in einem schönen Gebiet sind, in der Nähe von San Lorenzo. Einfach ein schönes Klima. Ja, das sieht man gerade jetzt im Frühling, dass es den Pflanzen richtig gut geht. Überhaupt, wenn jetzt in der Blütezeit auch genug Wasser von oben kommt. Ideale Bedingungen. Wie alt sind eigentlich diese Olivenbäume? Die Olivenbäume sind etwa 50 Jahre alt. Bei allen meinen Reisen um die ganze Welt gibt es immer einzelne Gärten, die mir besonders lange in Erinnerung bleiben. Dieses Mal geht mir schon während meines Aufenthalts in Italien der Garten in Ninfa nicht mehr aus dem Kopf. Egal, wie man es dreht und wendet, die New York Times hat eindeutig recht und diesen Garten als den romantischsten Garten der Welt ausgezeichnet. Lauro und seine Frau Stella sind sich ihrer Verantwortung bewusst und deshalb haben sie ja so großes Interesse, diesen Ort so zu erhalten. Ninfa gehört einer Stiftung an. Lelia Caetani hatte ja keine Erben und deshalb haben wir natürlich eine private Stiftung gegründet. Unsere Aufgabe ist es nun, für eine sorgsame Erhaltung zu sorgen und diese Arbeit auch so weiterzuführen. Mein Sohn wird mir nachfolgen. Er ist bereit, diese Arbeit so weiterzumachen. Ich bin natürlich noch da, ich bin ja noch nicht so alt. Ich helfe ihm natürlich. Ha studiato in America, in grande scuola di Dumbarton Oaks, e quindi è preparato per continuare il lavoro. Io sarò ancora qui. Non sono ancora così vecchio. Guarderò anche come continuerà il lavoro. È fondamentale mantenere lo stile di questo giardino. Es ist so wichtig, den Stil des Gartens beizubehalten. Man muss nicht herumüberlegen, um ihn zu verändern. Ninfa ist eine große Schule für uns und für andere. Viele italienische Gärtner kommen zu uns, um unser System kennenzulernen. Auch vom Ausland, aus England, aus Frankreich, aus Deutschland, weil es ebenso einzigartig ist. Das ist eine Stadt, 7 Kirchen, ein Schloss, mehr als 150 Häuser, ein Krankenhaus, eine Schule. Es war sehr urban. Als sie diesen Garten in dieser Stadt gestaltet haben, war das eine einmalige Gelegenheit. Man kann schon sagen, Ninfa gibt es auf der Welt nur einmal. Diese Methode der Erhaltung ist so speziell und unser System, alles im Gleichgewicht zwischen Geschichte und Gärten zu halten, hat sich bewährt. Und das ist auch unsere zukünftige Herausforderung, dem Stand zu halten. Dieses einzigartige System hilft uns, die echte Identität dieses Platzes zu erhalten. Questa sarà la sfida del futuro, se saremo capaci l'uomo che verrà di mantenere questo equilibrio, perché l'unico sistema che si può fare è avere per mantenere la vera identità.
Das Besuchermanagement ist deshalb so wichtig. Wir haben Milliarden Anfragen aus der ganzen Welt. Chile, Kanada, Südafrika. Das ehrt uns natürlich. Aber wir haben eben Regeln, die akzeptiert werden müssen. Wir müssen hören, was Ninfa will, was der Platz will, nicht das, was der Mensch will. Viele wollen hierher kommen und ein Picknick machen, wollen fotografieren, wollen sich hinsetzen, aber das ist nicht möglich. Jeder, der kommen möchte, ist herzlich willkommen, aber es gibt Regeln. Ninfa ist nicht nur ein Garten oder eine Stadt, die man einfach mal so besucht. Sie ist ein Tempel der Natur. Hört ihr den Vogelgesang? Es gibt Schmetterlinge und auch viele kleine Tiere. Ein paar sind sogar größer. Sie leben hier. In diesem Moment hören sie uns bestimmt. Sie sind sehr scheu. Wir müssen auch an sie denken. Hier verwenden wir keinen Tropfen Chemie. Es gibt viele Vögel, viele nützliche Insekten, die zusammenhelfen, um diesen Garten belebt und gesund zu halten. Wir verfolgen unseren biologischen Weg und biodynamisch. Und deshalb wollen wir nicht so viele Besucher. Und der große Meister des Lebens ist die Natur. Unsere Mutter Natur. Il grande maestro e maestra della vita è la natura. Nostra madre natura. Es ist hier in Ninfa so einfach, die Schönheit der Natur zu sehen, zu hören und zu spüren. Und weiter geht's nun zum letzten Garten meiner Reise. Am Lago di Trasimeno, dem Trasimenischen See, besuche ich nun eine echte Italienerin, Daniela Fedostiani. Sie ist auch Künstlerin und Gestalterin ihres eigenen Gartens. Eine echte Powerfrau. Ho deciso di venire abitare qui e non c'era nulla. Als ich mich entschieden habe, hierher zu ziehen, war hier nichts. Wir haben dieses nicht so schöne Haus entdeckt, aber der Ausblick auf den See hat uns einfach begeistert. Dann haben wir gesagt, hier bleiben wir und gestalten einen Garten. 40 Jahre ist das nun her. Hier war wirklich nichts, keine einzige Pflanze. Jede, die jetzt im Garten steht, habe ich gepflanzt. Und ich wollte nichts anpflanzen, das mir den wunderschönen Blick verdeckt. Keinen Baum, nur ein paar Obstbäume. Ich finde nicht, dass ein Garten nur schön ist, wenn er seltene Blumen oder Pflanzen hat. Es reicht, wenn du ganz einfache Pflanzen setzt, so natürlich wie möglich. Unser Meister der Ästhetik ist nun einmal die Natur. Du bist viel in der Welt herumgekommen und hast viele Ideen hierher mitgebracht, oder? Ja, sono una creativa. Ja, ich bin eine Art Künstlerin, eine Kreative. Ich bin in vielen sehr berühmten Gärten gewesen. Eine meiner ersten Auslandsgartenreisen ging vor 30, 40 Jahren nach England. Am Anfang habe ich gedacht, mein Garten ist englisch. Aber nein, ich bin keine Britin, also ist mein Garten auch nicht britisch. Mir ist wichtig, wie auch in allen anderen schönen Künsten, es gibt einen symmetrischen Teil und einen wilden. Geh und schau dir private Gärten an, die kreative Gärtner gestaltet haben. Denn da sieht man, dass ihre Persönlichkeit zu sehen ist. Neue Dinge, andere Dinge. Die Lebenslust. Was bedeutet für dich die italienische Lebenslust? Ich bin einfach eine Person, die das Leben liebt. Ich kann das nicht verallgemeinern und allen Italienern unterstellen. Italien bedeutet Kunst, die Leidenschaft für Essen und Wein.
Aber ein Garten muss Ausdruck deiner Lebenslust sein. Er soll auch zu deiner Kultur passen. Ein Garten soll ganz zu dir passen. Come posso dirti del di anche della tua cultura, del giardino deve essere tuo, solo tuo. Deve essere un'opera d'arte. Gärtnern ist eine Kunst und jeder Lichtwechsel verändert den Garten. Cambia con la luce, cambia di momento, in ogni momento della giornata. Mille grazie. Prego. Diese Reise nach Italien hat mir so viel Spaß gemacht. Italienische Lebenslust überträgt sich einfach auf Gärten. Gerade in geheime Gärten Roms eintreten zu dürfen, ist für mich so eine große Ehre gewesen. Und es ist auch interessant, dass die englische Gartenkunst einfach überall wiederzufinden ist. Auch in Italien. Das Schönste aber, viele Gärtnerinnen und Gartenbesitzer haben mir wieder ihre privaten Gartentüren geöffnet und Spannendes erzählt. Am Ufer des Trasimeno-Sees geht unsere Entdeckungsreise zu Ende. Wir haben kleine Gärten in Rom entdeckt, wir haben wunderbare Gärten am Land entdeckt und überall eines gespürt, die italienische Lebenslust. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten, wenn es heißt, unterwegs zu den schönsten Gärten der Welt. Bis dahin, viel Spaß beim Garteln.